Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute soll es um ein sehr, sehr wichtiges Thema gehen. Die Ziellautstärke ist, wie der Name schon sagt, die Lautstärke, die das Ziel auf einer bestimmten Plattform sein sollte. Und bei YouTube ist es zum Beispiel Loudness Units Full Scale. Die Loudness Units Full Scale ist zwar richtig, aber es ist nur die halbe Miete, denn YouTube verwendet nicht nur LUFS-Messung, sondern sie verwenden LUFS-Integrated-Messung. Das bedeutet, dass der Lautheitsstandard besagt, dass dein komplettes Video von Anfang bis zum Schluss eine Lautstärke von maximal minus 14 LUFS mit einem True Peak von minus 1 dB haben sollte. In der Videobeschreibung ganz unten findest du einen Link zu ein paar Cheat Sheets. Unter anderem ist da ein Cheat Sheet dabei, in dem ich dir einfach mal die Lautheitsstandards der gängigsten Plattformen aufgeschrieben habe, so dass du die auch für dich in deinen kommenden Projekten einstellen kannst. Warum ist es wichtig, überhaupt eine Ziellautstärke zu erreichen? Stell dir mal vor, du hast ein Video gedreht und das Video ist jetzt fertig, das Audio ist auch fertig und du ladest es auf deine YouTube-Seite hoch und du stellst fest, ja, es ist okay, es ist schon ganz laut. Aber beim Lautdrehen am Lautstärkeregler stellst du dann zum Beispiel fest, dass du mit der Lautstärke von deinem Handy bereits auf 90% bist, aber das Audio nicht wirklich merklich lauter geworden ist. Da kommt die Ziellautstärke ins Spiel. YouTube hat eben einen anderen Lautheitszielwert festgelegt und der ist eben minus 14 dB FS oder LUFS. Und wenn du mal ganz genau nachrechnest, eine Ziellautstärke von minus 14 ist sehr weit oben im Vergleich zu minus 23. Dazwischen liegen 9 dB, wenn ich richtig gerechnet habe. Das bedeutet, wenn du dein Video auf minus 23 LUFS rausrechnest, weil du dich an einen Rundfunkstandard hältst, ist das zwar nicht verkehrt für den Rundfunksender, aber es ist eben falsch für YouTube. Denn YouTube hat eine Ziellautstärke von minus 14 dB FS festgelegt oder eben LUFS integrated. Das ist letztendlich das Gleiche. Es geht eigentlich nur darum, dass du 9 dB unter deinem potenziellen Lautheitswert liegst, wenn du auf minus 23 deine Lautheit begrenzt oder eben einstellst. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Sagen wir mal, du bist mit deinem Projekt jetzt komplett fertig, hast es abgemischt und es funktioniert. Also die Lautstärke Verhältnisse von Stimme, Musik und Effekten zueinander ist perfekt. Man hört alles gut, du hast es gut abgemischt und dann geht es eben an den Export. Wie exportierst du das Ganze? Dazu findest du in meinem Cheat Sheet, das mit dem Link in der Videobeschreibung zu finden ist, natürlich kostenlos, die Ziellautstärken von verschiedenen Plattformen. Bei YouTube ist es eben minus 14 dB FS mit minus 1 dB True Peak. Aus dem Grund kann ich dir sagen, dass ich hier in Reaper einfach auf den Master gehe, mit rechts draufklicke, um dann eben hier Display Offset auf 14 dB einzustellen. Die Messung ist natürlich nach LUFS Standard. Readout obendrauf ist eben LUFS Integrated. Ich könnte das noch umstellen auf Stereo RMS, Combined RMS. RMS ist der Durchschnittswert, der in sehr kurzer Zeit berechnet wird, genauso wie Loudness Units Full Scale. Allerdings wird LUFS auch meistens als LKFS, also Loudness Units Full Scale, aber K-Weight, also frequenzgewichtet, dargestellt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Erklärung für das, was LUFS ist. Das ist nämlich eine Messung, die Eigenschaften des menschlichen Gehörs ein bisschen berücksichtigt, beziehungsweise eben frequenzgewichtet die Lautstärke darstellt. Das ist natürlich genau das, was wir haben wollen, denn Musik hat eine andere Frequenz als Stimme und wer schon mal mit dem EQ gearbeitet hat, der wird sich vorstellen können, dass gewisse Frequenzen sich lauter anhören, aber tatsächlich nicht lauter auf dem Lautheitsmessgerät dargestellt werden. Und deswegen benutze ich eben LUFS, Momentary Readout ist LUFS Integrated. In meinem Fall spielt das hier keine so große Rolle, denn ich werde diese Messungen auf andere Art und Weise festlegen. Es soll nur hier eben dazu dienen, dass diese Null hier oben
in dem Sinne minus 14 dBFS ist. Das habe ich eben sichergestellt, indem ich das hier eingestellt habe. Wenn das also alles erledigt ist, dann kannst du natürlich hergehen und deinen Master abhören und mit einem Messgerät messen. Wir hören uns einfach mal an, wie der Master jetzt sich anhört. Plötzlich in unsere Realität drängt. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund tritt. Begleite uns auf eine Reise in die Tiefen der Finsternis, wo Wahnsinn und Verbrechen zu einem gefährlichen Duett verschmelzen. Hier gibt es keine Helden. Nur. Und du hörst schon, dass es relativ leise ist. Das ist Absicht meinerseits, wie du ja bereits in dem Video von den Unterschieden der Track- und der Master-Lautstärke gehört hast, möchte ich natürlich einen gewissen Headroom nach oben haben und den habe ich hier von ungefähr 6,6 dB, wenn man von dem True Peak ausgeht. Wie gesagt, ich möchte auf meine Ziellautstärke jetzt bei YouTube kommen und das ist eben minus 14 dBFS Integrated und minus 1 dB True Peak. Wie kann ich das also machen, ohne dass ich klippe? Ich kann hier diesen Fader nach oben drücken und hier sind es ja letztendlich 6 dB. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, indem ich den ganz leicht nach oben schiebe. Ich schiebe den jetzt nur mal um 2 dB nach oben und dann schauen wir mal, was passiert. Plötzlich in unsere Realität drängt, wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen. Und das Dunkle in den Vordergrund tritt. Begleite uns auf eine Reise in die Tiefen der Finsternis, wo Wahnsinn und Verbrechen zu einem Gefängnis. Das Problem, das ich jetzt dabei habe, ist, dass diese Messgeräte hier drin natürlich nur meinen Pre-Fader-Dings messen, also meine Pre-Fader-Lautstärke. Aber du siehst auch, dass es hier trotzdem keine so große Änderung gibt. Das Problem ist nämlich, dass der Fader alleine nichts bringt. Was ich dir empfehlen kann, ist ein Limiter, denn ich möchte ja sicher gehen, dass ich nicht über minus 1 dB Peak komme, also True Peak, und trotzdem möchte ich mein Signal anheben. Aus dem Grund nutze ich eben den Limiter. Ich habe hier einen True Peak von minus 7,6, das bedeutet, ich könnte ungefähr auf 6,6 erhöhen. Deswegen stelle ich hier in meinem Limiter eben hier unten True Peak ein, stelle hier die Brick Wall auf minus 1, das ist der True Peak, und hier stelle ich mal minus 6 dB ein. Das bedeutet, er hebt das Signal um 6 dB an und wir schauen jetzt einfach mal in dieses Messgerät, stellen das alles auf 0 und schauen einfach mal, wie er das Ganze jetzt wiedergibt. Plötzlich in unsere Realität drängt, wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund tritt. Begleite uns auf eine Reise in die Tiefen der Finsternis, wo Wahnsinn und Verbrechen zu einem gefährlichen Duett verschmelzen. Hier gibt es keine Helden, nur Überlebende. Und du siehst schon, das Signal ist lauter geworden, aber es passiert eigentlich noch keine Limitierung. Das bedeutet, ich könnte noch höher gehen und das mache ich jetzt auch. Denn ich bin jetzt ungefähr bei minus 16,8 LUFS Integrated. Natürlich gibt er mir den Wert jetzt nicht so wieder, wie er sein soll, denn Integrated bedeutet, er bezieht die komplette Projektlautstärke mit ein. Das heißt, ich müsste jetzt mir mein komplettes Projekt abhören. In dem Fall kann ich es ungefähr abschätzen, denn ich habe die lauteste Stelle mir speziell deswegen ausgewählt. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen was anderes machen und zwar habe ich jetzt keine Zeit, genauso wie du, um mir das komplette Projekt abzuhören. Deswegen nutze ich folgende Funktion in Reaper. Ich gehe jetzt einfach auf Render. Und sage, er soll mir bitte die Time Selection, also in dem Fall wäre das hier mein komplettes Projekt, das ist der Mix der Stimme und der Musik. Und sage, er soll mir einen Master Mix erstellen und soll die Time Selection benutzen. Und das Ganze natürlich 48 kHz, Stereo, 24 Bit. Und ich mache hier einen Dry Run. Ich gehe natürlich hier hin und sage, ich möchte nichts von diesen Normalisierungstools verwenden. Das könnte ich auch noch machen, wenn ich
absolut nicht auf meinen Zielwert komme, aber du wirst gleich sehen, es müsste eigentlich relativ einfach funktionieren. Deswegen gehe ich auf Dry Run. Er rendert mir jetzt kein File, sondern er gibt mir einfach nur eine Lautheitsstatistik über das komplette Projekt und das Ganze natürlich dann in 8,5 mal Echtzeit, also sehr schnell. Und ich sehe hier, ich habe einen True Peak von -1,1 und er hat mir mein Signal ausgemessen. Das heißt, ich sehe LUFS Momentary ist bei -13,5. LUFS Integrated, das was unser Zielwert sein soll, ist bei -17,2. Da ich ja -1 True Peak habe, werde ich das nur noch um, also -17,2 auf 14 wären 3,2, -1 wären es 2,1 dB, die ich dazugeben kann. Das probiere ich jetzt natürlich aus. Ich sage 2,1 wären dann 8,1. Und ich render das Ganze nochmal. Könnte jetzt noch höher gehen. Ich bin in keinem Clipping drin. Ich könnte jetzt noch 1 dB höher gehen. Probieren wir es mal aus. Also -9,1. Okay, wir hören uns jetzt einfach mal an, wie sich das Ganze dann anhört und schauen vor allem auf die Gain Reduction. In den Tiefen der menschlichen Psyche lauern die düstersten Abgründe. Manchmal erheben sich die Schatten und enthüllen die wahren Gesichter des Bösen. Bekommen zu einer Geschichte, die dich in ihren Klauen gefangen hält, dich in eine Welt des True Crime plötzlich in unsere Realität drängt. Wenn die Wände zwischen Gut und Böse einstürzen und das Dunkle in den Vordergrund tritt, begleite uns auf eine Reise in die Tiefen der Finsternis, wo Wahnsinn und Verbrechen zu einem gefährlichen Duett verschmelzen. Hier gibt es keine Helden, nur Überlebende, die gegen das Unsagbare kämpfen. Und du siehst, ich habe ungefähr eine Gain Reduction auf zwischen -1,5 und 2 dB. Das ist vollkommen in Ordnung und genauso würde ich das auch lassen. Wenn wir jetzt nochmal in den Dry Run Render reingehen und uns das nochmal anschauen, dann sind wir ungefähr bei -14,4, würde ich sagen. 14,2. Das Ziel dabei ist natürlich nicht genau auf -14,0 zu kommen, denn das Ziel ist eben auf möglichst nahe in den Zielwert hier reinzukommen und -14 dB FS integrated oder LUFS integrated in dem Fall ist schon, ja, ist gut. Und vor allem haben wir durch den Limiter eines gemacht und zwar die Dynamik weiter reduziert, so dass es ein sehr durchsetzungsfähiges Signal ist. Theoretisch könnte ich das jetzt rausrendern und wäre genau im Zielbereich von YouTube. Wenn ich das Ganze natürlich entsprechend anderen Zielwerten anpassen möchte, dann, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der Link für die entsprechenden, für das entsprechende Cheat Sheet. Da kannst du dir die Zielwerte von den meisten Plattformen, den bekanntesten Plattformen raussuchen. Und da stehen auch True Peak Werte dabei, die du dann einfach einstellen kannst. Nehmen wir also jetzt mal an, ich möchte -16 dB FS haben, dann würde ich hier 2 dB runtergehen. Es wären dann -7,10. Machen wir nochmal den Dry Run. Und du siehst, ich bin bei -16,1 LUFS Integrated, -1 dB True Peak. Wenn ich jetzt eine Plattform hätte, wie eine, die mir gerade nicht einfällt, aber die zum Beispiel -2 dB True Peak hat, dann könnte ich das natürlich auch in meinem Limiter einstellen. Dann stelle ich hier einfach -2 dB ein, Brick Wall Ceiling. Schauen jetzt mal, wie er das hier rausrendert oder rausrendern würde.
Ich könnte noch 1 dB dazugeben. Aber ich glaube, ja, okay, das war ohne Peaking. Gehen wir mal auf 8. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine andere Plattform mit Zielwert von minus 16,0 eigentlich, aber minus 16,2 ist vollkommen in Ordnung. Und minus 2 dB True Peak. Ein Wort der Warnung, wenn du deinen Mix oder dein Projekt in MP3 rausrendern möchtest, dann schau, dass du auf gar keinen Fall über minus 1 dB True Peak kommst, denn das kann natürlich dafür sorgen, dass das Signal sich ein bisschen ändert und dann trotzdem zur Distortion kommt. Warum das so ist, das ist ein extrem technischer Vorgang, den ich dir jetzt nicht erklären möchte. Das würde jetzt den Inhalt dieses Videos sprengen, aber merk dir, wenn du MP3 exportierst, dann geh niemals über minus 1 dB True Peak. Wenn du in DaVinci deine Ziellautstärke einstellen möchtest, also sowas, dass diese 0 hier oben deine minus 14 dB FS ergeben, dann kannst du das folgendermaßen machen. Und zwar gehst du dann auf die Projekteinstellungen in Fairlight und hier unter Audio Metering kannst du viele verschiedene Sachen einstellen. Zum Beispiel kannst du hier RMS einstellen. Das würde ich dir raten, denn das zeigt dir die schnellsten Änderungen in deinem Audiosignal. Und dann würde ich hier die Target Loudness Level auf minus 14 dB oder LUFS stellen. Das ist eben die Ziellautstärke von YouTube. Wenn du eine andere einstellen möchtest, kannst du ja einfach minus 16 eingeben. Oder minus 12 oder eben minus 14. Dann kannst du das Ganze saven. Und von nun an ist diese 0 hier hinten deine minus 14 dB. Oder hier natürlich auch deine minus 14 dB FS oder eben LUFS. Hier oben kannst du natürlich auch noch einstellen, welche Skala du zum Messen verwenden möchtest. Ich nutze meistens die BS1771 und du könntest dann auch noch hergehen und zum Beispiel Lock Metering to Transport einstellen. Das bedeutet, er setzt es nicht alles sofort auf 0, sondern er hält die Zahlen noch ein bisschen länger. Hier oben siehst du den True Peak, das ist eben bei YouTube diese minus 1,0 und somit hast du die Ziellautstärke in DaVinci eingestellt. Aber da ich sowieso mit Reaper arbeite, was meine Audiosachen betrifft, ist das nicht so wirklich wichtig. Von daher ist das nur ein kleiner Side-Fact. Damit wären wir jetzt eigentlich am Ende der Ziellautstärke angelangt. Wenn du Fragen oder irgendwelche Anliegen hast, dann schreib es am besten in die Kommentare. Hol dir das Cheat Sheet in dem Link in der Videobeschreibung, um deine Ziellautstärke für bestimmte Plattformen dir anzuschauen. Und damit zurück zum Video. Das war's eigentlich auch schon mit dieser Erklärung. Ich hoffe, du konntest was lernen und was mitnehmen für deine nächsten Videoprojekte. Und ich hoffe, du kannst in Zukunft diesen Tipp in diesem Video gebrauchen und deine Videos auf das nächste Level heben. Wenn du mehr wissen möchtest über solche Techniken und über gutes Audio, dann vergiss nicht mein Buch, der Soundcode. Das Buch ist verlinkt in der Beschreibung. Du kannst es dir ab sofort kaufen. Es ist auf Amazon verfügbar. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Lass doch einfach einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann klick einfach zweimal auf Dislike. Ansonsten teile das Video gerne mit den Leuten, die es nützlich finden könnten. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bye, bye.